Lady Wynot sagt, nach Norden ausrichten das Pult. Okay. Wo ist Norden? Jetzt warte mal kurz. Wir sinken erstmal. Boah, wir sind auf jeden Fall ein bisschen schneller als erwartet. Schau mal, wie lange die brauchen, das anzusaugen. Schauen, dass wir das Eiland noch mitnehmen. Das passt mir jetzt gerade auch ganz gut. So leicht nach links kommend. Okay. Bisschen rüber. Und wir geben mal ein bisschen Gas nach vorne. Und jetzt nur noch nach vorne. Dann fliegen wir scheinbar tatsächlich in eine falsche Richtung. Dann nur noch nach Westen. Dann fliegen wir in die andere Richtung. Alles klar, dann in Osten. Alles klar, jetzt verstehe ich es. Okay, Jetzt weiß ich, was du meintest. Aber das ist auf jeden Fall, nicht schlecht. So. Wenn wir jetzt so machen. Okay, wir machen mal kurz sofort aufhören. Alles klar, wir müssen das Pult erstmal... Okay, jetzt schauen wir mal, wie sind wir gedreht. Ich schaue... dahin. Und ich schaue quasi nach Osten. Das heißt, ich muss das Pult nach links drehen. Das habe ich mir zwar schon gedacht, aber jetzt schauen wir einfach mal. So. So muss das quasi sein. Das heißt, ich stehe jetzt hier drauf, drück das, schau nach Norden. Okay. Das heißt, ich bewege jetzt erstmal meine Basis darüber und darüber. Bisschen so, bisschen tiefer noch. Reicht schon. Erstmal nur rüber. Bisschen vor vielleicht noch. Ich will das an den Asteroiden ranflanschen. Also ich muss irgendwo da geparkt sein, dass der Weg kurz genug ist.
schauen wir mal. Ja. Ja, ich könnte es verschieben, aber ich brauche es ja nicht. Ich will genau da hinschauen. Das stimmt. Was passiert denn eigentlich, wenn die sich rammen? Ja, habe ich dann einen Auffahrunfall? So, jetzt schauen wir mal, wie wir stehen. Das ist auf jeden Fall noch viel zu weit weg. Okay. Die schieben sich ineinander, echt? Okay. Wir probieren mal unser Glück hier ungefähr. Hier finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Dann machen wir eine Undock-Plattform. Okay. Und dann gehen wir von da aus ran. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen unsere Base bewegen. Oh, jetzt muss ich wirklich genau schauen. So, also wir wollen auf jeden Fall nach Norden. Nach Osten noch ein bisschen. Was auch sau weit weg ist. Das schaut irgendwie näher aus, als es eigentlich ist. Noch ein bisschen runter. Scheint eigentlich ganz geil zu sein. Ist aber immer noch extremst weit weg. Das wirkt alles nicht so arg. Ist es aber tatsächlich dann in dem Moment. Jetzt probieren wir das mal so aus. Noch ein Stück! Ja, guck mal. Das könnte man jetzt so machen. Das ist okay. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir einfach hier mit der Platte rein. Da tun wir jetzt gar nicht erst lange rum. Ja. Da wird jetzt schön geplattet hier. So. Dann docken, Port und dann ran da. Ja gut, das muss noch ein bisschen... Ja, das geht so. Und ran da. Gedockt und glücklich, so wie es sein muss. So, in der Zwischenzeit können unsere Fänger wieder normal arbeiten. Das ist gar kein Problem. Dann machen wir mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen hübsch. Also hübsch in Relation, ne? Mit Zwergs Turbospitzhacke. 2000 Klicks die Sekunde. Ah! Kein Problem, ja. Ah, mehr. Mehr. Ist das alles? Oh Gott. Welcher Berg, ja. So, auf jeden Fall genug Platz wieder für neue Fundamente. Fundamente! Gut, dann brauchen wir
Bergbau. Tschup. Zweimal Turbomine. Mit Förderband raus. Hier brauchen wir noch auf jeden Fall noch mal eine Reihe. Mindestens eine. So. Dann brauchen wir 8 Paneele. Einmal 4. Nochmal 4. Dann brauchen wir keine Luft. Wobei Luft hier eigentlich auch mal nicht schlecht wäre. Das könnte man hier auch noch produzieren. Kleiner Fänger nur mit Eis zum Beispiel. Und dann produzierst du hier deine eigene Luftglocke. Why not? So. Dann brauche ich jetzt Bergleute. Und zwar, du kommst von Haven. Wie heißt das Ding? Erdinus-Dings da. Irgendeine Nuss. Dann gehst du von Haven nach... Ist doch Haven hier, oder? Nee. Kalan ist das, okay. Also, du gehst von Haven nach Zwergon. Zwergon. So, die sind alle unterwegs. Die sind auf Bob noch unterwegs. Du gehst nach Haven. Haven. Gut. So, die sind auf Zwergon. Dann geht ihr jetzt nach Kalan. So. Puh, so, die sind jetzt auf Kalan. Hier haben aber nur drei quasi keinen Job. Ich lehne mich mal ein bisschen nach hinten. Ne? Da, ihr geht darüber. Das könnt ihr aber noch nicht, weil ihr wahrscheinlich noch nicht richtig angekommen seid. Kann das sein? Nee, die sind da hinten. Ne? Die müssen erst nochmal hier so ein bisschen... Brauchen immer so eine Zeit, bis sie dann tatsächlich drüben sind, ne? So. Ihr habt jetzt den Auftrag, Titan abzubauen. Viel Erfolg. So, deren Job ist jetzt nur noch Titan zu schaffeln. Zu scheffeln. Ja, wir brauchen Titan. Weil nur mit Titan sind wir glücklich. Ja, das ist eine alte Redensart. Kennt man. So. Oh. Ich muss mal ganz kurz los. Wir brauchen Eisenplatten. Da haben wir nämlich keine mehr von. Das ist ein bisschen unglücklich. Aber da sollten wir genug von haben, oder? Hätte ich zumindest gedacht, dass es so ist. Ist aber nicht so. Weil wir es ausgeschaltet haben. So, Leonberger Löwen, wunderschöne gute Nacht. Gut. Gut. Die Produktion läuft auch wieder, das ist für mich in Ordnung. So, da haben wir wieder 12, passt. Ja, wir haben es ausgeschaltet, es ist ein bisschen unglücklich gewesen jetzt. Ey, Zebra, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hi. So, das könnte ich denen mal in die Hand drücken. Was fehlt denen noch? Biologie. Puh, nee. Bisschen Eisen, aber das brauchen wir eigentlich auch nicht. Davon könnten wir mal die Hälfte reinschmeißen. Dann produzieren die Chemie noch ein bisschen. Das ist okay. So. Weiter 16. Das reicht, um das Projekt jetzt da vorne zu betreiben.
Na, damit das nicht still steht. So. Gut, dann läuft das jetzt hier drüber. Dann puffern wir das Ganze wieder zwischen. Damit das jetzt überhaupt erstmal läuft. So, dann kommt das hier rein und dann kann das jetzt hier schön zwischengespeichert werden und dann haben wir das erstmal. So, dann die nächste Baustelle wird es sein. Wir bauen jetzt einen Weg hier rüber. Und zwar, wir verbinden uns. Wir haben, das Ding ist halt, wir haben einen Fehler gemacht und zwar, wir haben hier drüben das Teil noch gar nicht ins Netz gebracht. Das ist immer noch in Vorbereitung. Das haben wir natürlich jetzt ein bisschen sträflich vernachlässigt in den vergangenen Stunden. Aber gut, so ist es halt, ne? Fehlen mir schon wieder die Eisenplatten dafür. Wir gehen dann den direkten Weg quasi quer durch den Planeten durch. Dazu brauche ich halt ein paar mehr Eisenplatten. Die haben ja allerdings mit Sicherheit jetzt auch einen Teil nachgenerieren können. Da läuft ja jetzt quasi permanent die Produktion, die jetzt nur ein bisschen stillstand. Gut, das reicht jetzt nicht, um so eine riesen Baustelle zu befeuern. Aber es reicht zumindest ein Schlückchen weiter. Why not? MacLife, Dankeschön für dein Follow. Auch dir herzlich willkommen hier ganz und gar dabei. So. Gut. Dann können wir hier nochmal ein bisschen schauen. Da brauchen wir auf jeden Fall immer zwei Barren. Das ist relativ okay. Können wir nochmal ein bisschen nachgeben. Gold ist auch in Produktion. Das läuft eigentlich alles ziemlich paletti. Wir könnten aber nochmal ein bisschen Erz, bisschen Kohle holen. So, hier rein da. Dann wird auch nochmal ein bisschen Kohlenstofffaser hergestellt. Auch die wichtig für uns. So, immer schön weiter. 300 Gold könnten wir aber auch eigentlich tatsächlich auch mal ein bisschen verarbeiten. Da haben wir auch mehr als genug von. So. Und von den Golddingers haben wir auch mehr als genug. Könnten wir auch hier noch mal ein paar reinschmeißen. So, einfach mal, damit mal die Produktion hier ein bisschen anläuft. Ein bisschen weiter läuft, so. So. Gut. Gut, gut, gut. Weiter geht's mit der Langgeschichte hier. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie weit wir hier wollen. Ungefähr bis hier so. So. Das ist natürlich ganz unglücklich gewesen. Wo ändert sich das? Ah, hier ändert sich das. Jetzt ändert sich's richtig. Ja, ist ein bisschen doof so zu bauen, ne? Aber gut. Müssen wir gleich beim Bauen schauen, wenn wir nicht mehr können, wie wir das dann machen. Dass es gleich richtig ist, ne? Weißt du? So, hier sind wir ein bisschen tiefer rausgekommen. Das ist ein bisschen zu weit. Glaube ich zumindest.
So. Ja, gut, der letzte Meter ist dann kein Problem mehr. So. Na, fast geschafft. Wie gesagt, das geht aber ins völlig falsche System am Ende, weil das auf der Seite natürlich überhaupt noch nicht angebunden ist an irgendwas. Aber hey, immerhin. Na, immerhin haben wir es dann nahe dran und können es dann von dort aus wieder nutzbar machen und verteilen. Für den Moment habe ich damit keine Bauchschmerzen, dass das so ist. So. Damit geht das Ding auf wilde Fahrt. Schmeißen wir mal das rein, das rein, das rein. Das kann auch alles, wie gesagt, noch mit raus. Gut, dann läuft das jetzt von alleine. Da haben wir gar keine Probleme. So, hier das Quarz nehme ich mir aber gerne noch mit. Das Eisen, das hier, das, dieses Pflänzchen. Können wir hier auch noch mit reinschmeißen. Wie gesagt, Quarz ist ja auch immer so ein bisschen wichtig für uns. Ja, warum nicht? Kann man mal mitnehmen. Gut, wie schaut es mit unseren Drohnen aus? Sind da mittlerweile hier jetzt alle angekommen, dass auch alle maximal drin sind? Hier sind zwei drin. Hier ist nur einer drin. Okay, also einen brauchen wir noch. Haben wir jetzt noch irgendeinen, der arbeitssuchend hier ist? Zwergon Prime, dann gehst du mal nach Kalan, bitte. Dann wird einer jetzt auf Kalan übertragen. Das heißt, bei Kalan muss noch irgendwo einer sein, der nichts zu tun hat. Und der muss nach Eridings da. Hier, der da. Ist es? Und der muss nach Eridings da. Naja, ich glaube, das ist eher das Problem, dass der gerade unterwegs ist, ne? Schau mal, vielleicht kommt er von alleine. Also auf jeden Fall unser ganzes Titan am Rumdümpeln. Hier, er kommt schon, schau. So, hier sind noch fünf drin, dann ist das auch gegessen. Und dann geht es eh viel langsamer im System. So, jetzt ist er auch voll. Das heißt, wir haben vier Bergbaudrohnen, die sich nur darum kümmern, Titan für uns zu erwirtschaften. Wie gesagt, nicht die Wucht, aber immerhin wichtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das, dass das auf der anderen Seite im System rauskommt? Wollen wir, dass es überhaupt auf der anderen Seite im System rauskommt? Oder aber verarbeiten wir es auf dieser Seite der Bridge? In einem eigenen Schmelzofen, der nur für diese Seite der Hemisphäre quasi verantwortlich ist und leiten am Ende dann unten drunter das ganze Zeugs gegebenenfalls hier durch diese eine Luke oder was hier rein. Das ist die Frage. Für den Moment stellt sich die Frage allerdings erstmal nicht, weil ich nehme einfach alles, was hier ist. Mach einmal kurz leer und bring das jetzt mal schnell selber rüber zum Schmelzofen. Dann können die nämlich wenigstens damit irgendwas anfangen, wenn für den Fall, dass es dann eben so ist, wie es ist. Das müssen wir natürlich noch einstellen, dass wir auch Titan herstellen. Warte mal kurz, Titanstäbe brauchen wir in dem Fall tatsächlich. Genau. Genau. Die sollten hier durchflubbern. Und dann könnten wir damit auch nichts weiter anfangen hier. Können wir da hinten was damit anfangen? Nö. Passt. So, dann ist eigentlich soweit ganz geklärt, ne? Zwei Titanstäbe. Ja, ja. So, was können wir hier noch machen? Eine Scheune. Riesenbohrer.
Ja, Severe, wir könnten natürlich auch eine komplette neue Erzanlage bauen und quasi nochmal nach eins nach unten verlegen. Das könnten wir schon auch machen. Graphen, Batterien, Fabrikatoren, Remote Fabricator, okay. Der Fabrikator konstruiert Geräte remote, wenn er dem Remote Constructor zugewiesen ist. Das ist auch spannend. Schwarze Löcher. Die Forschung ist enorm teuer, ne? Magnetoplasma-Triebwerke. Krass. Energiesender, Energieempfänger. Sonnenblümchens. Transportröhre. Hier können wir dann noch Schafe und Wolle herstellen. Hier können wir dann das Stargate herstellen. Und hier haben wir dann die Fusionsenergie am Ende noch. Mit dem Fusionsreaktor. Aber wir sind schon relativ weit gekommen in Astro. Ja. Wir sind schon relativ weit gekommen. Und wir könnten an der Stelle auch noch extrem viel weiter machen. Tatsächlich. Weil es noch so wahnsinnig viel zu tun gibt. Werden wir aber nicht. Weil ich muss nämlich einen kleinen Spielewechsel demnächst mal machen, weil ich wieder was Neues vorhab und dafür einen Slot brauche. Und deswegen ist Astro Colony an der Stelle tatsächlich, muss ein Ende finden. Aber wir sind schon relativ weit gekommen für all das, was wir eben im Tech Tree hier machen konnten. Und jetzt kommen natürlich noch ganz, ganz viele coole neue Sachen dazu. Aber wir werden auch bei Zeiten dort wieder reingucken, da bin ich mir ganz, ganz arg sicher. Bis jetzt fand ich das Spiel aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, was du machen kannst mit dem ganzen Andocken und so weiter, finde ich absolut großartig. Das Spiel hat eine gute Richtung. Und ich glaube, das kann so in die Richtung auch noch richtig viel cooler werden, wenn da noch ein bisschen mehr Stuff kommt. Es ist schon wahnsinnig viel drin. Ich denke auch, dass es dem Spiel gut täte, ja, da nochmal so ein bisschen mehr Inhalte reinzubringen. Ein bisschen mehr Star. Also es ist wirklich schon viel drin. Man kann da auch etliche Stunden mit Spaß haben. Aber ich denke, wenn da noch ein bisschen mehr drinnen wäre als Input, das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wie gesagt, von dem Stand, den ich habe, der bis jetzt eben ist. Ansonsten, wie gesagt, mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand es ein wirklich cooles Spiel. Und wir werden sehen, was wohl als nächstes dann auf uns zukommt. Aber bis hierhin, mega geil. Fand ich schon ziemlich cool. Warte mal kurz, ich muss rutschen. Ich sitze hier völlig, völlig falsch. So, sagt ja auch wieder niemand. Ich speichere trotzdem mal auf Livestream.